Was geht denn, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crush von der Fiketinland zurück bei Let's Play Pokémon Sword and Shield DLC 2. Die Schneelande der Krone! Im letzten Part sind wir beim Bett des Giganten angelangt und haben dort nach einem harten Kampf Regi-Stil eingesackt. Tja, damit haben wir schon das erste von den... eigentlich 5 Regis hier, ne? Einkassiert. Ja. Das haben wir auf jeden Fall geschafft. Doch wie soll es jetzt weitergehen? Wen werden wir als nächstes hier begegnen? Das sehen wir dann gleich. Wir schauen erstmal uns jetzt noch ein bisschen weiter um. Gibt ja noch einiges zu erkunden. Ach, bitte die andere Ansicht. Dankeschön. So mag ich es auch wirklich lieber. Psyana? Euer Ernst? Auch das noch. Da fehlt mir auch noch ein Psyana. Krasse Kacke. Ja, kriegen wir auch mal alle Evoli-Entwicklungen. Sind eh auch echt nice Pokémon. Muss ich sagen. Ach, das war klar. Na, warte. Ach, Moment. Entschuldige mich mal kurz. So, Leute, jetzt darf es weitergehen. Und dieses Mal, wenn wir das Psyana aber kriegen, ne? Vielleicht klappt ein zweiter Flottball. Nope, dasselbe Ergebnis. Na schön. Dann muss ich es halt ein bisschen abschwächen. Eisstrahl! Oh! Da kommt es mit Psychokinese. Schön wäre es, wenn es auch noch eingefroren wäre. Okay, jetzt versuche ich mal nochmal Bälle zu schmeißen. Vielleicht klappt es ja, weil ich glaube, so eine extrem niedrige Fangquote dürfte es auch nicht unbedingt haben. Na also, Psyana wurde gecatcht. Psyana, das ist ein Pokémon, die weiterentwickelte Form von Evoli. Über die Kugeln seiner Stirn feuert es Psychokräfte ab, gibt ihn die Kraft aus, verliert die Farbe der Kugel an Glanz. Okay. Erinnert mich an Sterndu. Oder Starmie. Die haben ja eine... Die haben ja auch ein Juwel und die funktionieren auf ähnliche Art und Weise. So. Von hier bin ich ja gekommen, ne? Ja, so ist es. Gut, dann sehen wir uns hier mal weiter um. Wir müssen sowohl die Augen auf Hinweise als auch andere. Also die Augen auf Hinweise auf jeden Fall auch offen haben, aber ich glaube fast hier in der Gras. Ich habe nichts gesagt. Selbst hier in der Landschaft sind welche. Aber jedes Mal nur 2%. Na gut, man findet bestimmt immer wieder sehr viele davon. Oh, oh doch! Immer wieder gut. Vor allem für meine Pokémon als EP-Futter. So, Hydro-Pumpe! Boom. Alter Schwede, noch nicht mal Two-Hit. Das Vieh ist echt zäh. Gut, dann gehe ich mal auf den Eisstrahl erstmal rüber. Vielleicht wird es ja eingefroren. Mit etwas Glück. Ne. Gut, aber jetzt. War's das mit dir?
Und Lapras darf sich über ein weiteres Level abfreuen. Yeah. Genauso wie Reflex. So, aber jetzt genug Ablenkung. Nein, komm jetzt. Komm. Schau mal lieber weiter. Wir wollen es uns auch nicht zu einfach machen. Ja, schau ihn an. Alter, das sind aber ein Haufen Anhaltspunkte hier um den Felsen rum. Aber warum sind es immer ein und dieselben? Sind alles immer nur Spuren, wie es scheint, weil ich dachte, dass da noch andere Sachen als Hinweispunkte auftauchen. Oh, Relaxo. Haben wir ja auch noch. Ah, da. Weiterer Anhaltspunkt. Damit haben wir erstmals 20%. Ey, da war noch was? Habe ich jetzt gar nicht gesehen. Das ist noch ein Vitalkraut. Lapras, du siehst immer danach aus, als würdest du im hohen Gras auftauchen. What the hell? Und da ist noch einer. Alter, da wird man hier herangezoomt wie sonst was. Aber gut, dadurch hat man auch einen besseren Überblick auf den Boden. Das ist auch, vorteilhaft. Alter Schwede, so viele Anhaltspunkte hier. 30%. Da ist der nächste. Da muss man wirklich genau gucken, weil die Schneekugeln, die runterfallen, die können für zusätzliche Verwirrung stiften. Das ist wirklich gut von den, Entwicklern bedacht worden. So kann man es leicht übersehen. Ah, ist das nicht unser Bürgermeister? Haben wir den endlich gefunden? Für dieses Feld ist wohl auch zu spät. Der Boden ist schon so ausgelaugt, dass hier keine Feldfrüchte mehr wachsen würden. Vielleicht ist die Erde der Kronstellande wirklich zu nichts mehr zu gebrauchen. Hallo, was machst du denn hier? Kann ich dir irgendwie helfen? Wie? Du möchtest etwas über das treue Ross des Königs der reichen Ernte erfahren? Hier draußen ist es zu kalt, um solche Gespräche zu führen. Reden wir besser in mein Haus in Freestyle weiter. Ich will dort auf dich warten. Gucken wir uns hier noch vorher um, bevor wir ihn dann einen Besuch ab... folgen. So, einen Supertank gibt es hier. Und weiterer Hinweis oder Anhaltspunkt. Teilkraut. Moment. Das ist jetzt ein normales Nidoran, ne? Lapras, du könntest dort auch weggehen, weil dann habe ich auch besseren Blick auf die Anhaltspunkte. Alter. Wirklich genau gucken hier, sonst übersieht man leicht was. Ich hoffe, nur in hohem Gras ist nichts versteckt, aber ich glaube mal nicht. Ups! Entschuldige, ich wollte dich nicht stören. Na, das kann noch was werden. Diese Suche nach den Anhaltspunkten. Gut, dass ich weiß, dass sie jetzt auch hier auf der Erde welche sind, nicht bloß im Schnee. Aber auf der Erde sind sie eigentlich fast leichter zu erkennen, möchte ich behaupten. Hier kann man doch auch noch rein, oder? Obwohl, ich sehe da keine Möglichkeit an sich. Da muss man wirklich genau aufpassen. Man kann leicht die Schneebälle und das hier verwechseln. Komm, lass mich in Ruhe. Da ist wieder was Glänzendes. Vitalkraut. Ja, schon sind wir wieder auf dem offenen Felde. Da dürfte es uns leichter fallen, hier weitere Hinweise zu kriegen. Ein Top-Beleber, sehr schön. Das gefällt mir doch schon wirklich sehr. Ich müsste beim Bett des Giganten noch was übersehen haben. Aber deutlich.
Steig doch mal aufs Rad, da bist du schneller unterwegs. Hm. Ja, hier gibt's noch ein Frostfeld. Ist es vielleicht der andere Ausgang vom Tor, von der Stadt? Ich glaube mal nicht. Hm. IP-Bonbon. Oh, doch, doch. Oder nein, was? Hm. Na gut, wenn wir schon dabei sind, gehen wir nochmal zurück. Ich glaube, meine Pokémon brauchen sowieso mal eine kleine Erfrischung. Und wieso kann ich das hier nicht aufsammeln? Und schon muss ich wirklich vom Fahrrad absteigen. So, gehen wir erstmal meine Pokémon heilen und dann statten wir dem Bürgermeister einen Besuch ab. So erfahren wir mehr vom Ross. Da bin ich mal gespannt auf die Geschichten. So. Und ich hoffe, wir kriegen ja auch noch einen Seemops. Weil das würde ich gerne austauschen für meinen Lapras. So, hallo, Herr Bürgermeister. Statue des Königreichs Nerte. Seit wann ist denn Ihr Kopf so groß? Was sagst du da? So sollte der König eigentlich aussehen? Stimmt so nicht. Ähnelt er wirklich dem Ausdruck auf unseren Pullovern? Aber du redest ja, als hättest du ihn schon mal mit eigenen Augen gesehen. So bedeutend, diese Statue war schon seit meiner Kindheit beschädigt. Ah, natürlich. Du wolltest das mit der treue Ross des Königs der Reichen Härte erfahren. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, warum du dich dafür interessierst, aber bitte, folge mir. Dürfen wir auch mal in sein Haus? In einem Buch habe ich vor langer Zeit einmal gelesen, dass das treue Ross des Königs geradezu vernarrt war in ein bestimmtes Gemüse, das hier in den Kronschneelanden wächst. Aber was genau war das? Ach, in letzter Zeit fällt mir aber auch gar nichts mehr ein. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, liest du die Bücher im Regal dort oben durch. Ein Rokara gibt's ja auch noch. Ist jetzt nicht unbedingt mein Fall von einem Pokémon. Das sind Bücher über die Kronschneelande. Hm. Okay. Unter diesem Namen ist das Pokémon bekannt, das unsere Kargelande reiche Ernte beschert. Wo es seine rechte Hand glatten lässt, blühen zugleich Blumen und Kräuter in großer Zahl. Lässt es die linke Hand über das Feld Fluff schweifen, segnet es mit Fruchtbarkeit. Grün leuchtet die Krone, wenn es ritt links auf seinen treuen Ross über Berg und Tal prescht. Überall, wo sie dabei den Boden berühren, hinterlassen sie eine Spur an frischen Trieben. So wird diesen Wesen hierzulande als unser ehrwürdiger König gehuldigt. Das treue Ross des Königs. Das treue Reittier stellte seine Kräfte in den Dienst des Königs. Vereint sind sie zu Wundertaten fähig und vermögen es in nur einer einzigen Nacht einen Wald aus dem Nichts zu erschaffen. Einst war es ein Ungetüm, das Feldfrüchte vernichtete und den Dorfbewohnern viel Kummer und Leid bereitete. Doch dem König gelang es dank seiner Macht, es sich untertan zu machen. Manche sagen, mit seinem schwarzen Fell erinnere es an einen finsteren Geist aus düsterer Nacht. Andere behaupten wiederum, sein Fell leuchte weiß wie ein bitterkaltes Eis. Die Wahrheit bleibt ungewiss. Gibt es also zwei Formen von diesem Ross? Also es ist bestimmt kein Pappross, so wie ich das jetzt lese. Die Zügel des Bundes. Die Zügel gestatten es dem König, sein treues Ross zu bändigen. Sie waren ein handgefertigtes Geschenk der Menschen aus dem Geschenk der Menschen an den erntebringenden König. Sie erzeugen die Zügel nicht nur von einem Bündnis zwischen dem König und seinem treuen Ross, sondern auch von einem Bund zwischen dem König und uns Menschen. Niemals mögen wir es versäumen, dem König zu Beginn eines neuen Jahres solche Zügel zu geben. Schlicht auf Schicht soll eine leuchtende Blume mit der Mähne des Rosses verflochten werden, auf dass diese Kunst von unseren Nachkommen sowie deren Kindern und Kindeskindern fortgeführt werden würde. Die Feldfrüchte der Schneelande. In den Kronschneelanden gedeihen Karotten auf unterschiedliche Weise. Auf schneebedeckten Feldern sprießt die Polarkarotte hervor. Die Phantomkarotte hingegen wächst auf Feldern in der Nähe eines Friedhofs. Pokémon des Typs Eis scheinen eine Vorliebe für Polarkarotten zu haben, während Pokémon des Typs Geist Phantomkarotten bevorzugen.
In Märchen wird davon erzählt, dass das treue Ross des Königs der Reichen Ernte die Karotten der Schneelande liebte, während einige Geschichten allerdings von einem weißen Ross sprechen, das Polarkarotten mochte, erwähnen andere ein schwarzes Ross, dessen Leibspeise Phantomkarotten waren. Aus irgendeinem Grund weichen die Legenden diesen Punkten voneinander ab. Freestyle-Schneetanz. Mit jedem Jahr, das in den Schneelande zieht, scheinen die Temperaturen weiter zu sinken. Kein Wunder, dass man es sich dann immer öfter zu Hause im Warmen gemütlich macht. Leider führt das zu einem maßgeblichen Bewegungsmangel, den man ausgleichen sollte. Um aus diesem eisigen Winterschlaf zu wachen und die Körpertemperatur anzukoppeln, eignet sich der Freestyle-Schneetanz hervorragend. Die Hände in die Luft, nach rechts, nach links, dann runter zu den Füßen, die Dehnung schon genießen. Wenn die Verbeugung gut gelingt, spürt man, wie das Herz anspringt. Stellen Sie sich mit anderen im Kreis auf und tanzen Sie gemeinsam, so bleiben Sie auch in hohem Alter fit für den nächsten Frühling. Freestyle-Souvenir-Initiative. Die Ansammlung für ein Freestyle-Souvenir. Zusammenfassung vom Tourismusverband. Hiermit möchte ich mich herzlich für die vielen eingereichten Ideen bedanken. Unsere Wahl fiel letztlich auf einen Pullover mit dem König der Reichen Erde auf Aufdruck. Da wir für das Design historische Bildmaterial verwenden können, dürfte sich dieses Projekt als recht kosteneffizient erweisen. Gut, wir haben alles jetzt mal durchgelesen hier. Schön, da haben wir jetzt mal mehr Infos über... Oh, das triggert natürlich eine weitere Cutscene. Ach, schau ihn an, da wartet er wieder auf uns. Sollen wir ihm wieder folgen? Dass es auch niemand anderen auffällt. Korokonospa. Expeditionsleiter? Ach, wer denn wieder ausborgen? Mir kam es gerade so vor, als hätte jemand nach mir gerufen. Warst du das? Oh. Und wieder das gleiche Spiel. Menschenkind, hast du etwas über mein treues Ross rausgefunden? Ja. Du weißt, was mein treues Ross besonders mag? Unsere gemeinsame Zeit ist so lange her, dass es mir gänzlich entfallen ist. Mit dieser besonderen Vorliebe gelingt es uns vielleicht, mein treues Ross herbeizulocken. Worum handelt es sich dabei? Die Zügel des Bundes. Die Zügel des Bundes, sagst du? Es stimmt, dass es damit ein leichtes wäre, mein treues Ross an mich zu binden. Aber die Menschen haben aufgehört, mir Zügel darzubieten. Es dürfte nahezu möglich sein, ihre heutzutage habhaft zu werden. Hast du weitere Informationen für mich? Karotten. Oh, Karotten, sagst du? Wohl wahr, ich erinnere mich. Sobald man ihm eine bestimmte Feldfrucht vor die Nase hielt, gab es kein Halten mehr. Es kostete einige Mühen, es dann wieder unter Kontrolle zu bringen. Ja, jetzt kommt es mir wieder in den Sinn. Es handelt sich in der Tat um Karotten. Gut gemacht, Menschenkind. Wenn wir eine Karotte hätten, könnten wir mein treues Ross zu uns locken, wo immer es sich auch gerade auffällt. Es ist denkbar, dass die Menschen im Dorf diese Feldfrüchte anbauen. Schon einzelne Samen würde mir genügen, um eine Karotte ranwachsen zu lassen. Wir haben ja Samen. Wie bitte? In diesem Samenbeutel befinden sich wahrhaftig Karottensamen? Ihr Menschen hört wahrlich nie euch auf, euch anzupassen und weiterzuentwickeln. Es erfüllt mich immer wieder mit Erstaunen, wozu ihr fähig seid. Doch die Felder des Dorfes sind nicht für den Anbau von Karotten geeignet. Hätten wir fruchtbaren Boden zur Verfügung, wäre ich in der Lage, die Samen mit meinen Kräften gedeihen zu lassen. Wo könnten wir also einen geeigneten Boden in meinem Schneeland finden? Ha, hier also ist ein Feld. Wir kommen zwei Orte in den Sinn. Zum einen gibt es da ein Feld, das von einer eiskalten Schneeschicht bedeckt ist. Der Friedhof? Die Ruinen. Das andere befindet sich in des neben einem Friedhof, wo die Verstorbenen ruhen. Interessant. An beiden Orten könnte ich von meiner Kraft Gebrauch machen, Karotten gedeihen lassen. Wähle eins der Felder und sehe dort die Samen. Ah, da können wir uns aussuchen, wie das treue Ross aussehen wird. Entweder Typ Eis oder Typ, Geist, ne? Boah! Na nun, letzter Zeit schlafe ich echt oft draußen ein. Es ist eben ganz schön anstrengend, in der Expeditionsbasis die Stellung zu halten. Pass auf dich auf und übertreib's nicht, Expeditionsleiter. Pass lieber auf, dass du es nicht übertreibst, mein Freund. Kannst die Lage der zwei Felder, von denen Co. Spy erzählt hat, auf deiner Karte.
Den Stand der Dinge in der Legendennotiz Nummer 1. Nachdem ich Koronospor mitgeteilt hatte, dass ich Karottensamen auftreiben konnte, verriet es mir den Standort zweier Felder, wo die Samen gedeihen können. Eins davon Schnee bedeckt, das andere in der Nähe einiger Gräber. Jetzt muss ich mich nur noch für entscheiden und die Samen dort aussehen. Was denn jetzt noch? Hm? Oma! Oma! Sechs Mitglieder vom Rast des Königs, bitte! Ja, aber sieh doch, mein Kindchen. Der eine Wildling war so weiß wie Eis. Er wählte die Polarkarotte aus Speis. Der andere Wildling war so schwarz wie ein Geist. Er hat die Phantomkarotte verspeist. Ist immer schöner Gemüse, so wie Pokémon den Lied, hörst du? Mach ich, Oma! Ja, stimmt. Sie gibt uns auch schon den Hinweis darauf. Mit diesem Lied. Und wir können uns das nochmal anhören. Alles klar. So. Wir kommen woanders raus. Ich glaube, von der Expeditionsbasis sind wir zuletzt rausgegangen. Ja, hier. Wir kommen zu diesen Frostfeldern wieder zurück. Ich muss wirklich gucken, ob hier nicht noch ein Hinweis irgendwo ist. Aber ich glaube, ich habe hier alle Hinweise durch. Wenn ich nicht ganz verkalkt bin. Lass mal jetzt das Ohr doch mal Ohr doch sein und gehen wir weiter hier. Auf jeden Fall haben wir jetzt mal Informationen über das Ross erhalten. Jetzt gilt es halt, sich entscheiden. Entweder Typ Geist oder Typ Eis. Nun, vielleicht Typ Eis wäre etwas zu klischeehaft. Ich glaube, ich werde es in einen Typ Geist verwandeln lassen. Ja, dann wird es halt zu Typ Geist. Dann suche ich mal halt, das Feld im Friedhof. Also in der Nähe des Friedhofs. So, da kommen wir zu diesem Frostfeld hier. Das führt doch auch wieder zurück ins Dorf, ne? Und ich dachte, der andere Weg würde jetzt jeweils zu einer anderen Stelle führen. Da habe ich mich wohl ein bisschen getäuscht. Na gut, aber hier sehe ich auch keinen weiteren Hinweis. Entweder haben wir schon alles durchsucht oder... Ich bin doch ein bisschen blind und habe was übersehen. Bestimmt eher Zweiteres. Aber ja gut, schön zu wissen, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, sich hier... Ich dachte aber zuerst, dass es zu einem jeweils anderen Weg führen würde. Aber nee, es ist immer noch es führt jeweils zum selben Ort. Naja. Gut, dann schauen wir uns jetzt beim Bett des Giganten weiter. Und da haben wir noch ein weitere Anhaltspunkte. So sieht's aus und so mag ich das. Ich glaube, um die Ruinen haben wir bereits auch geguckt. Da haben wir noch was. Ich habe da noch was gesehen. Hier. Sehr schön. Da war noch was? Ich habe nur mal gedrückt und schon, ja, kommt der nächste Anhaltspunkt. Na komm. So, ausgerechnet hier an solchen Stellen sind Anhaltspunkte. Als ob. Und ich glaube, Lapras würde jetzt gerade hier ziemlich gehen. Würde hier gerade nur stören, weil ich könnte. Weil das könnte meine Sicht doch sehr beeinträchtigen hier. Also die Felder kann man auch nicht nutzen, laut dem Bürgermeister. Was? Sind Silberkronkorken hier? Euer Ernst jetzt? Hä? Ach, come on, Schnäppke. Steh mir nicht im Weg rum. Na schön.
Hm. Bizarro-Service? Senkt die Initiative des Trägers, wenn es Bizarro umwirkt? Ach so. Wird wahrscheinlich auch nur dafür da sein, dass man das dann mit den... Oh, KW-Plus habe ich gar nicht gesehen. Und der nächste Anhaltspunkt. Aber ist halt ähnlich wie dieses Item, das eine Verbrennung gibt. Wenn man es trägt. Das kann man dann ja mit einer Fähigkeit tauschen. Dadurch kann zum Beispiel, ja, zum Beispiel dafür sorgen, dass der Gegner, ja, doch noch, statt einen Initiative-Bonus bekommt, dass er stattdessen, ja, Initiative abgesenkt wird. So kann man nämlich seinen Vorteil zu einem Nachteil machen. Ist auch klar. So, aber hier drin war ja kein Feld, ne? Ne. Hier war einfach nur der Baum und diese Hinweispunkte. Ich hoffe, ich habe da keinen weiteren Anhaltspunkte waren das, übersehen da drin. So, Flabra steht auch auf keinen drauf. So, jetzt wieder auf ein richtig offenes Feld. Hier waren wir auch zuletzt noch und haben uns Aerodactyl geholt. Kaum zu fassen, ein Aerodactyl hier einfach mal in dieser Gegend. Aha! Sehr schön. Boah. Es sind zwar viele, aber die kann man auch eigentlich ganz leicht übersehen, wenn man wirklich nicht genau guckt. So, hier glaube ich, habe ich alle schon gekriegt. So, dann gehen wir mal hier lang. Vielleicht gibt es ja weitere Anhaltspunkte. Auf jeden Fall gibt es dort wieder einige weitere Dynamax-Nester, die wir betreten könnten. Frostietje! Da ist es! Aber habe ich dann schon eins? Ich weiß es gerade nicht. Nein! Ich habe keins! Das heißt, Flottball los! Na komm. Bitte. Yes! Baby! Haha! Jawohl, Level 60. Abgesang. Nein, danke! Frostietje, das ist ein Schneegebiets-Pokémon, die weiterentwickelte Form von Schnäppke. Es friert seine Beute mit minus 50 Grad, zerisst es kalter Luft ein, nimmt sie dann den Unterschlupf mit und reiht sie dort fein säuberlich auf. Alter, das ist schon echt dark. Es friert die Opfer ein und nutzt sie als Sammelfiguren. Als ob. Das ist schon ein bisschen krank. Wie manchmal die Pokédex-Einträge kühnen, Münze. Statt Verteidigung, aber der Angriff... Nein, okay, das brauche ich nicht unbedingt. Ah, aber das brauche ich, einen Anhaltspunkt. Wie manche Pokédex-Einträge auch wirklich so extremst... Boah. Ja, verstörend sein müssen. Echt nicht zu fassen. So. Jetzt aber. Ah. Da haben wir wieder einen See. Wo sich Wasser-Pokémon tummeln. Dort könnte uns Lapras auch weiterverfolgen. So, aber hier erstmals ein Stromisierer. Die könnten wir auch angeln, aber braucht man nicht. Aber das brauche ich. Ey! Geh mir doch aus dem Weg! Das darf nicht wahr sein, da. Lässt mich noch nicht mal führen und Tor das einsammeln.
ja. So, noch 40%, das heißt noch 20 Anhaltspunkte. Schon mal nicht schlecht. Also so, weiter die Äuglein offen halten. So, da ist noch ein Nidoking. So, jetzt könnten wir hier runter. Alter, das Gebiet ist groß. Barschwa. Ah ja. Und hier. Immer die Äuglein offen halten. Immerhin sind sie nicht ganz so schwer vorzufinden wie die Dikter. Ja, das war schon deutlich schwieriger mit den Alola-Dikter. Da muss ich schon im Internet nachforschen, wo sich diese Dikter aufhalten. Also wo sich die Restlichen aufhielten. Die waren teilweise sehr, sehr gemein versteckt. Wahrscheinlich werde ich das hier bei den Anhaltspunkten auch so machen. Ja, und da ist auch noch ein weiterer. Wenn man nicht genau guckt oder nicht daran vorbeifährt, übersieht man den ganz leicht. Da ist auch noch einer. Ja, 70%. Nidoqueen! Na gut, aber lassen wir das jetzt mal. Was, habe ich das Pokémon ist hier schon aktiviert? Kann ich mich gar nicht daran erinnern, dass ich das jemals gemacht hätte. Ja schon, dann... Schauen wir mal hier ein bisschen. Und dann gibt es ja eine weitere TP. Die lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Noch mehr Anhaltspunkte. Was haben wir denn da? Na, sammeln wir doch ein, bitte. Ach, Zugabe. Keine Attacke, die ich wirklich unbedingt brauchen kann. Sprich, gar nicht. Naja. Ja. So, ich hoffe, ich habe keinen weiteren Anhaltspunkt übersehen. Na denn? Ah, da springt auch noch ein Carpador raus. Oh. Sogar ein Welser gibt es hier. Aber gut, lassen wir die jetzt mal aus. So. Na gut, liebe Leute, ich würde vorschlagen... Sollen wir vielleicht noch... Ich werde jetzt nicht den Part überstoppen erzählen, der ist eh schon richtig lang. Gut, haben wir jetzt noch den Hinweis, Anhaltspunkt bekommen. So, wo war nochmal das Nidoqueen? Sonst noch Anhaltspunkte? Na gut. Nächsten Part werden wir uns dann dem Nidoqueen widmen. Wir haben erstmals auch Informationen über das, das Treue raus des, Legis bekommen. Und, ja, nächsten Part gehen wir dem noch genauer nach. Und wenn ihr geht, wenn es so gefallen wurde, ist bestimmt, das heißt Daumen nach oben und Kommentar nicht vergessen. Dann sind wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crush for Vegetina. Bis nächsten Part von Let's Play. Pokémon Sword and Shield DLC 2, Schneelande der Krone. Also, Wiedersehen und Tschüss, Leute!